Stefan Meross meckert in seiner Auftaktfolge bei Immer wieder sonntags einen Gast im Publikum an. Der ist völlig perplex. Huch, der geht ja forsch vor. Stefan Meross hat die neue Saison von Immer wieder sonntags eingeläutet und feiert mit Fans und Publikum die ARD-Show. Und scheint immer noch genauso frech und gerade heraus zu sein, wie vor der Sommerpause. Denn mitten in der Sendung knöpft sich Stefan Meross einen Gast aus dem Publikum vor, weil der etwas macht, was ihm gar nicht gefällt. Stefan Meross meckert Publikumsgast an. Klar, dass der Schlagerstar es sich nicht nehmen lässt, einen Tag nach der Krönung von König Charles III. Auch ein paar Worte zum Großevent in London fallen zu lassen. Zur Nachfeier gibt es auch extra Tee für sein Publikum, den der ARD-Moderator höchstpersönlich an den Zuschauerplätzen verteilt. Doch als er einem weiblichen Gast den Tee überreichen will, fällt ihm auf, die Frau ist mit ihrem Telefon beschäftigt. Nicht ins Handy schauen, it's tea time, meckert Stefan Meross. Haben Sie Ihren Mann angerufen? Hat sie nicht, schließlich sitzt der Mann ebenfalls am Tisch. Stefan Meross, das ist ja immer brutaler. Am Nebentisch zeichnet sich ein ähnliches Spiel ab. Eine Frau hat ein Handystativ auf dem Tisch stehen. Der, immer wieder sonntags, Star ist empört. Für ihn ist klar, das ist ja immer brutaler. Um am Ende doch noch friedlich aus der Situation herauszukommen, geht er noch einmal auf König Charles ein. Das war gestern die absolute Krönung. Von seiner Allergie ist Stefan Meross übrigens herzlich wenig anzusehen. Nur einen Tag zuvor verriet er seinen Fans noch, dass ihm diese aktuell sehr zu schaffe mache, sein Adrenalinschub auf der Bühne ihm aber dabei helfen würde, die Allergie zu verdrängen. Hier mehr dazu größer als größer als größer als. Nach dem Handyschock bevor sollte ihm das gut gelungen sein. Love one.